Servus und herzlich willkommen zu meinem zweiten Moto-Vlog. Mein heutiges Thema wird er sein mit den kranken Roller-Wheelies. Mal schauen, was wir so für Aufnahmen machen. Richtig schöner Sonnenuntergang da hinten. Junge! Nice! Richtig krank, gebt euch das mal. Ist richtig irre. Auf jeden Fall, der haut richtig drauf mit seinem Roller. Und er hat jetzt eine Yamaha BR 125, das ist dasselbe, wo ich habe, nur mit 125 Kubik. Und ich kann euch echt versichern, der geht richtig ab damit. Der war jetzt schon bei mir am Standplatz dabei. Und er hat leider auch schon Wheelie-Fail gehabt, der wird aber auch bald online kommen. Ordentlich, er macht sogar ein Stand-Up. Er versucht jetzt sein Kennzeichen zum Schleifer. Ja, das war der komplette Halter und das Kennzeichen ist abgebrochen. Ja, okay, der Parkplatz ist leer und ich habe da die Anwohner auch schon mal gefragt, also ob man das wirklich stark hört bei ihnen, und die haben gesagt, die hören das eigentlich eh nicht, weil die eigentlich die Hauptstraße da hören. Somit kann man da jetzt schon mal ein, zwei Circle Wheelies machen oder probieren. Da sind neue Jungs mit den Mofas dabei. Naja, für den ersten Halt war eigentlich ganz okay. Ja, der geht gerade echt klar. Komm schon, komm schon. Nice. Das ist so heftig bei ihm. Seatstand Wheelie. Er wird seinen Gepäckträger als Wheelie Bar hernehmen. Ich mag so Sonnenuntergänge einfach immer übertrieben gern im Sommer. Das ist einfach auch so meine Lieblingszeit zum Fahren. Das ist einfach echt cool, neben einem Rollerfahrer zum Wheelen. Ja, um die Kurven ist immer kacke nebeneinander. Ja, Mann. Stand up! Jetzt kommt gleich ein Schleifer, wenn er schafft. Jawohl. Dann soll er auch richtig abgeben, wie man sagt. Vor allem er hat nämlich wirklich drauf, er beherrscht Bremse auch. Wenn man genau schaut, wie er mit der Bremse arbeitet. Echt nice. Und Kombis, ja, die werden auch ganz gut. Man sieht, man muss den Roller auch nicht tunen, um Spaß zu haben. Das ist einfach mal ein originaler, legaler Roller und ja, der eskaliert damit. Und hat auch seinen Spaß und ich glaube, dass er das fürs Motorradfahren dann, beziehungsweise für Supermoto-Stunten einfach wirklich viel bringt, wenn er mit dem Teil schon so früh übt. Und man sieht ja, er war einen Tag auf seiner Supermoto, seiner 125er und er hat auch gleich ordentliche Wheelies gemacht und er ist richtig gut damit, eigentlich recht gut abgegangen. Naja, also ich werde den Vlog jetzt beenden. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.